Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu Let's Play Blue Dragon. Jawohl, es geht weiter mit dieser epischen Story. Wir haben ja letztes Mal den Baum fertig gemacht, Shu hat seinen Schatten wieder und jetzt machen wir uns auf dem Weg in die weite Welt mal wieder, um Nene Einhalt zu gebieten und dafür zu sorgen, dass die anderen auch ihre Schatten wiederbekommen. Ja, nicht weit vom Gierdorf. Alles klar. Na, was haben wir denn hier in der schönen Kiste? Ein Schattenkristall. Okay. Ja, kann man ja immer gebrauchen. Ja, ich möchte jetzt eigentlich eher so das Kämpfen ein bisschen vermeiden. Und ja, um mal zu gucken, was hier so passiert. Gierwald. Oh mein Gott. Ist es gruselig hier. Wow. Ja, was haben wir hier? Eine schöne Kiste. Was ist da drin? Mal schauen. Ein großer Smaragd. Alles klar. Was ist da? Wieder so eine Barriere oder was? Ist schon logisch. Interessant. Wofür mag das hier wohl sein? Was ist denn das? Irgendein altes Artefakt. Sieht echt antik aus. Können wir es nicht aktivieren? Sieht nicht so aus. Das Einzige, was mir auffiel, ist, dass ein Teil fehlt. Ah ja, okay. Ja, dann müssen wir mal schauen, wo das sein kann. Oh mein Gott, ein neuer Gegner. Na dann, ein blaues Skelett. Ja, immer wieder angreifen. So muss es sein. Ja, meine lieben Freunde, wir haben in Anführungszeichen nur Blue Dragon erstmal wieder. Und wir müssen schauen, wie sich das auswirkt. Ach, alle beiden Skelette sind mal eben down. Alles klar. Ja, sehr schön. Ich glaube, das Spiel hat nicht damit gerechnet, dass wir schon so mega overpowered sind, meine lieben Freunde. Allerdings schade, dass die anderen Schatten nicht mit aufleveln jetzt. Da sie ja so gesehen erstmal nicht mehr existieren. Solange bis auch die anderen sie wieder aktivieren. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein ekelhaftes Vieh hier? Nix da. Ich will weiter hier meine Schatten haben. Was ist denn hier los? Oh! Was ist das denn? Dumm machender Geist? Ach du Schande, was für eine Fratze hier. Okay. Muaha, okay, wollen wir mal schauen hier. Was habe ich denn Nettes für dich? Wie wäre es mit einem schönen Schwert des Feuers 3? Fahr zur Hölle, du Mistding. Komm her, dir wird das Grinsen jetzt vergehen. Ach, sofort besiegt. Ist ja lachhaft. Oh mein Gott, sind wir OP? Sind wir overpowered mit Blue Dragon oder sind wir overpowered, Freunde? Ja, yeah, ich glaube, die Frage hat sich gerade erübrigt. Oh, eine Blumenscherbe. Sieht aus, als würde es irgendwo hineinpassen. Das ist kein gewöhnlicher Stein. Es ist so geformt, als ob es irgendwo hineinpassen könnte. Ja, klug immer. Sehr klug von dir, Jiro. Das haben wir gerade schon gehört. Ja, Kristallarmreif, das gucke ich mir mal an. Das scheint sehr, sehr nützlich zu sein. Gucken wir mal uns die Stats an. Ja, sehr schön. Außer das Geschick wird nicht erhöht. Gucke ich mir mal an, wo ich die einsetzen kann. Der Wasserarmreif ist schon ein bisschen unterlevelt, sage ich mal. Und ja, gut, haben wir jetzt auch geklärt, dass wir das hier so jetzt gemacht haben. Ey, hau ab. Was geht denn jetzt ab? Wie hat mich das Vieh denn jetzt getroffen mit der Zunge? Hallo? Hallo? Na, egal. Das werde ich mich jetzt dran rächen. Wart mal ab. Wie hältst du denn bitte von Schwert des Feuers 3? Hm? Komm. Hau raus, Blue Dragon, mein Freund. Bams. Ja, auf jeden Fall sind wir so OP, dass wir alle one-hitten. Das ist natürlich sehr geil. Da hat sich das viele Training in der letzten Parts ja bezahlt gemacht auf Nenes Schiff. Wenn ihr euch noch erinnern wollt, auf CD2 mussten wir einige Training-Sessions einlegen. Da ging es auch wochenlang nicht weiter mit Blue Dragon, weil wir irgendwie nicht vorankamen beim Endboss. Aber jetzt ist es alles kein Problem mehr. Da waren wir schon, da weil da die Kiste offen ist. Also schauen wir mal hier.
Na, da kommen wir irgendwie nicht rüber. Ist unschön. Also müssen wir wohl hier entlang. Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Ja, komm. Verzischt euch. Ihr geht mir so auf den Nerv gerade. Ehrlich, mach euch doch eh platt, weil wir einfach zu stark sind. Komm her, Blue Dragon. Jawohl. Ein normaler Schlag und weg war's. So, Manomaro und Co., die machen das schon hier. Einfach mal so angreifen. Die Spannung erhöht sich bei Shu. Das heißt, dass Blue Dragon seine Special Attack machen kann. Irgendwann. Die ich mir auch immer wieder mal aufsparen werde, denn die scheint sehr nützlich zu sein. Mensch, hat mir das einen Schrecken eingejagt. Scheint, als ob Monster erscheinen, sobald wir in die Nähe kommen. Sicher, was können wir dagegen tun? Wenn es sich als Gras tarnt, kann man es kaum noch erkennen. Wir müssen einfach vorsichtig sein. Ja, mein Gott, warum sollte ich? Wir sind stark, wir sind mega stark. Also von daher, von wegen Vorsicht, Angriff ist die beste Verteidigung. So, aber was ist das? Das Vieh leuchtet jetzt, oder wie? Hey, vielleicht passt ein Steinfragment, das wir gefunden haben, da hinein. Vielleicht hast du recht, versuchen wir es. Steinfragment in das Artefakt einsetzen? Jawohl. Du hast das Steinfragment in das Artefakt eingesetzt. Oha. Die Baumwurzeln sind verschwunden. Ja, sehr schön. Versteht zwar nicht, was der Teil damit zu tun hat, aber okay. Gucken wir mal, was in den tollen Kisten ist. Wahrscheinlich wieder was Spannendes. Ein Wiederholkraut, weil ich nicht weiß, was das ist. Und ein Kräftebauschpfeil. Was zur Hölle? Hey, du. Dich kennen wir doch. Toripo. Mist. Mann, hast du mich erschreckt. Was schleichst du dich so an mich heran? Du wirst nicht glauben, was nach unserem letzten Treffen passiert ist. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, ging ich an der Verzweigung den Weg entlang. Und erschrak, als ich eine Menge fortschrittlicher Kreaturen sah. Was? Ich bin so sehr erschrocken, dass ich den Halt verlor und in den Fluss fiel. Der hat mich dann bis an den Rand dieses sonderbaren Waldes mitgenommen. Als ich mich hier vor etwas verstecken wollte, haben die Wurzeln einfach dicht gemacht. Das war vielleicht eine Erfahrung. Jetzt aber ans Geschäftliche. Möchtet ihr etwas kaufen? Ja, mal gucken, was du hast. Das kann man nie so wissen. Erhöht die Schwertmeisterfertigkeit um eine Stufe, aber dafür brauche ich ja die ganzen Medaillen. Cool. Ich kann jeweils immer ein Buch kaufen. Und ich habe ja genügend Medaillen oben. Die kann ich ruhig einsetzen. Weil wofür soll ich sie sonst nehmen? TP-Stärkungselixier. Ja, sehr schön. Ich habe echt genügend Medaillen. Und das war's schon. Ja, sehr schön. Dann schaue ich mir erstmal alles an. Was ich wohl noch finden würde, wenn ich hier durchkäme. Vielleicht ein... Vielleicht die Aurora-Ruinen. Das wäre doch zu einfach, oder? Bis bald. Nein, jetzt habe ich doch alles nur einmal gekauft, du Dämmleck. Ey. Nun ja, das ist unglaublich. Auf jeden Fall. Mist. Verdammter. Jetzt hätte ich doch alle auf den Kopf hauen können. Was mache ich denn? Ist das doof. Egal, machen wir beim nächsten Mal und wir schauen jetzt mal, was uns das Ganze gebracht hat. Hier, komm. Schauen wir uns das mal an. Wo ist das alles? Das gesamte Zeug. Wertsachen? Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Alle. Wir gucken jetzt auf alle. Da müsste das ja irgendwo sein hier. Unsichtbarkeit hier. Angriffspunkt um 1. Okay, das können wir alles hier schön Shu geben. Der braucht das alles. Weil wenn, Shu ist unser Hauptcharakter. Und wenn schon, denn schon, dann, ne, kloppen wir ihm alles rein, was wir können. So, Herz des Schwertmeisters. Selbstverständlich für Shu.
Herz des Beschützers braucht irgendwie keiner, hat nur Schuh, also dann auch Schuh rein. Des Mönches können wir Manomaro verpassen. Des Henkers verpassen wir mal Giro. Schwarz Magie können wir klug verpassen, obwohl, ja, okay, gebe ich klug. Ja, der weißen Magie gebe ich auch mal den guten klug. Und Barriere Magie hat auch nur Schuh erstmal. Beistand Magie weiß ich jetzt nicht. Glaube ich auch mal hier Dings rein, Schuh. Und Herz des Alleskönners hat wohl jeder, das mache ich auf Schuh, denn die gute Klugheit hat noch gar nicht, da müssen wir uns auch mal drum kümmern, dass das hier mal alles seinen gewohnten Gang geht, dass die mal hier alle nachziehen, ne? Denn so geht's ja nun mal nicht, meine lieben Freunde, die müssen alle auf so einen ungefähr einen gleichen Levelstand kommen. Das bedeutet irgendwann mal eine sehr, sehr mega Hardcore-Training-Session. Ja, jetzt schauen wir mal, was hier in dieser schönen Kiste ist. Ja, Level 6 Fluch haben wir. Ja, sehr schön. Haben wir mal einfach so gefunden und gelernt. Toll. Ich will jetzt hier aber mal raus, weil mich das hier anödet. Ist ja ekelhaft hier. Aber müssen wir hier lang? Jawohl. Maro will wieder Magie nutzen. Ich weiß, wie es dir damit geht. Aber selbst Shu versteht nicht, weshalb er das kann. Aber Maro will nicht ständig beschützt werden. Hä? Denk dran, was letztes Mal passiert ist. Das stank. Hey, Manomaro! Hey, du musst atmen. Manomaro! Was sollen wir tun? Wir sollten nicht zu sehr auf diese Zauberkräfte bauen. Aber ich will sie auch wieder haben. Ja. Naja, nur nichts überstürzen. Wenn Shu es konnte, können wir es sicher auch. Nicht aufgeben, wir müssen daran glauben. Ja, ihr beiden, ihr sollt euch aber nicht fertig machen, nur damit ihr eure Zauberkräfte habt, ne? Wobei, Shu braucht das ja eh nicht mehr. Ja, müssen wir mal schauen hier. Oh, guck mal hier, eine schöne Kiste. Was haben wir denn hier? Lupenreiner Smaragd gibt wieder ordentlich Kohle. Sehr schön. Oh Gott, da ist wieder so ein Fuchs. Hau ab, du Wolf-Ding da. Was auch immer. Mist. Wo lang müssen wir hier? Ich will hier raus. Ich hasse es hier. Widerlich. Ich könnte jetzt auch die Karte öffnen, bin ich aber zu faul für. Ey, da ist eine schöne Truhe. Oh Gott. Nein. Ach man, von diesem dummen Geist wird das auch noch bewacht hier. Du dämliches Vieh, ich mach dich platt. So viel sei schon mal gesagt, ja? Mach du hier den Harlekin oder was auch immer hier. Whatever. Los, Schwert des Feuers 3. Los, mein Blue Dragon. Zeig mir deine Kraft! Ist es geil, wie wir die umnieten. Ey, das ist ja böse einfach. Oh, ist das Hardcore. So. Ja, sehr schön. Das ist echt Hardcore. Ja, Scherbe des Heiligen Baums. Okay, okay. Ey, hau ab. Na? Ja, großer Amethyst. Oh nein. Oh. Mann, diese Viecher nerven hier. Ich will hier weiterkommen. Also, verzicht dich. Ey. Nein, nicht verteidigen. Doof oder was? Komm schon, greif an. So, mach mal bitte hier Schwert des Feuers 3. Dankeschön. Und jetzt verzicht dich, du Ekelvieh. Du widerst mich an. Bams. Boah, ey, 1200. Ich glaube, ich übertreibe. Ich glaube, selbst Schwert des Feuers 2 würde hier reichen. Lol, aber wofür? Wir können es doch. Also dann weiter. Weiter, Leute. Ey, der hat was fallen lassen. Okay. Ja, sicher. Und greift mich mal eben von hinten an. Ich habe ja sonst nichts zu tun, oder was? Ja.
kann schon sein. Na gut. Also, mach was, Blue Dragon. Komm, ich weiß, ich greife immer nur mit Schwert des Feuers 3 an. Aber ihr seht doch, das ist verdammt effektiv. Also warum sollte ich es nicht nutzen? Was, nur 630? Was geht denn jetzt ab? Blue Dragon, ich muss mich sehr wundern. Hammerhart. 400 weniger? Warum? Hat das einen Grund? So, ist jetzt... Ey, gleich haktet mir. Aber gleich ticke ich hier aus. Was soll denn das? Mistviecher, ich zerstöre euch alle. Blödes Vieh, fahrt zur Hölle. Zu meiner Hölle und zu deiner. Weg mit dir. Verstehe ich nicht. Bei manchen 1200 gleich, bei manchen nur 800. Verstehe ich mal gar nicht. Wobei 800 auch Hardcore ist. So, und jetzt hau ab hier. Echt. Mann. Was für ein Käse. Ist doch nicht wahr, oder? Ist das? Zombieaffe. Okay. Hier haben wir was Feines, oder? Ja, schillernder Wind. Kannst du auch drauf pfeifen. Ich glaube, da geht's raus. Also dann, auf geht's in die weite Welt hinaus. Ja. Da waren wir schon. Oder? Kann das sein? Nö. Hier waren wir doch noch nicht. Doch, waren wir wohl. Ich bin verwirrt. Ich bin gerade nur dem roten Pfeil gefolgt. Was sagt denn die Karte? Ja, da oben lang, oder wie? Da ist ein Portgerät, oder was? Hau ab, du blöde Pflanze. Ist da hinten jetzt ein Portgerät oder so? Ich habe keine Ahnung. Mist. Ich glaube aber schon, dass wir richtig gehen. Da ist das Teil. Okay, schauen wir uns das mal an. Das Artefakt leuchtet und scheint ganz zu sein. Da kamen wir her. Dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen hier entlang. Und ja, einfach mal schauen, wie es hier weitergeht. Aha, aha, aha. Wir sind raus aus dem Gierwald, meine lieben Freunde. So muss es doch wohl sein. Oder halt auch nicht. Was zur Hölle? Was geht denn jetzt hier ab? Das ist das heruntergekommene Dorf. Ich glaube, wir sind falsch gegangen, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Aber wie es nun mal ist, werden wir den Part hier leider beenden, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns dann eben beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Blue Dragon. Ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß an diesem Part. Ich werde mich umschauen, wie wir das nächste Mal hier raus können. Und ja, bis dann. Ciao, euer Let's Play E-Gamer.